Okay, es ist ein kalter Novemberabend und ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, habe diese beiden Kinder hier gefunden. Die anderen zwei sind beim Schwimmtraining und wir haben uns gedacht, es wäre doch nett, wenn wir wieder mal was nach unserem Familienmotto machen. Unser Familienmotto, das sagt ja das Folgende: Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das des Anderen. So wie es der Apostel Paulus im Philipperbrief schreibt. Und Johnny, was könnten wir denn heute machen für die anderen? Eine Überraschung. Also, Johnny, kannst du uns bitte mal erklären, was wir jetzt da alles für Zutaten brauchen, damit wir unseren Apfelstrudel machen können? Das ist Marillenmarmelade. Mhm. Was haben wir noch? Das ist ein Apfel. Wie viele Äpfel haben wir denn? 5. Kribbelte Nüsse. Blätterteig. Mhm. Was haben wir noch? Ein Messer braucht man. Ist es ein scharfes Messer oder nicht so scharf? Voll scharf. Das Allerwichtigste, wenn wir kochen, ist natürlich eine super Schneid. Johnny, nochmal eine mega Schneid. Das geht so. Das ist jetzt mega scharf. So kann man kochen. So, jetzt haben wir alles zusammen, was wir zum Kochen brauchen. Zuerst werden wir die Äpfel abschälen. Ja, müssen wir festmachen. Also anfangen. Was? Du wirst nicht zu viel. Einmal so, einmal so. Fest. So schön. So. Johnny, als nächstes kommen die ganzen Äpfel in die Schüssel hinein. So. Okay, stopp. Okay. Stopp. Als nächstes kommt die Marmelade. Du, 3 Löffel voll rein. Langsam durchmischen. Johnny, wie kommt dir das jetzt vor? Passt das so? Ja. Das da wird natürlich nicht einfach weggeschmissen, sondern wir machen aus Apfelschalen Eier. Das macht man so, dass man das einfach an die Hühner verfüttert. Stimmt's, Johnny? So, da haben wir unsere Hanni und unsere Nanni. Ja, sag ich ja. Da, Schatz. Möchtest du ein bisschen was haben? Ich möchte mal das Ei ab, gell? Das braucht sie jetzt eh nicht. Super! Ja! Ma. Schmeckt gut, gell? Hanni und Nanni? Nanni, Mama? Einen schönen Abend wünschen wir euch. Alle? Guten Appetit! Also das ist ziemlich viel geworden, ziemlich viel Füllung für den kleinen Strudel, aber wir hoffen mal, dass es trotzdem funktioniert. Okay, der Strudel ist fertig und kommt jetzt in den Ofen. So, da, liebe Leute, 3/4 Stunde ist um. Das ist mein Apfelkuchen und hier sind wir alle gemacht. Schmeckt's gut, Lili? Mhm.
miteinander.